So, damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Far Cry 4. Raustappen, reintappen. So, das hier geht mal auf volle Olle, damit ich auch das ganze Bild erfassen kann. Achso, ja, da drüben wird noch geschrieben, stimmt. Ich habe jetzt mal. Also, ein paar der Lags werden jetzt daher kommen, dass. Oh komm, jetzt habe ich schon wieder voll den Hänger. Ein paar der Lags werden daher kommen, dass ich gerade im Hintergrund noch alte Far Cry-Aufnahmen von einer internen auf eine externe Festplatte verschiebe. Eine Karte ist ja hier, genau. Ansonsten muss ich ja Miete machen. Hier gibt es noch Longinus. Ja, mache ich halt Longinus. Ansonsten, ich habe jetzt doch mal meine. Meine 2060 rausgenommen. Und lass meinen PC jetzt nur auf der 3060 laufen. Einfach nur mal um zu gucken, weil. Okay. Einfach nur mal um zu gucken, wie es läuft. Weil. Ich hatte die letzten Tage ganz schöne Temperaturprobleme in meinem Gehäuse. Ich habe ja so wunderschöne LEDs an meinem Mainboard. Die habe ich auf den Hitzefühler abgestimmt. Und je wärmer es wird, umso röter wird es. Also ich habe einfach so, ne, wie von Wetterkarten diese Farbspanne genommen, um meine Temperatur anzeigen zu lassen. Und zwar schon langsam im orangenen Bereich. Ich habe an die Scheibe gefasst und ich habe mir ohne Mist fast die Hand verbrannt. Und da dachte ich mir dann, okay, irgendwo muss ganz dringend was getan werden. Jetzt habe ich mal die 2060 rausgenommen, dass meine 3060 Luft kriegt. Hoffentlich auch mehr Leistung. Weiter geht's. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal des Todes, fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir. Psalm 23, Vers 4. Wie schön, dich zu sehen, AJ. Willst du Gottes Werk verrichten? Ich schätze schon. Ich muss dir etwas gestehen, AJ. Ich fürchte Böses. Nicht Böses von anderen Menschen, denn damit kann ich schon umgehen. Nein, es ist das Böse in mir selbst, das ich fürchte. Erinnerst du dich an meine Sünden? Das grausige Geschäft, von dem ich sprach. Du meinst die Diamanten? Ja! Und das Blut des Lammes wäscht alle Sünden fort. Doch um mich vollständig zu läutern, muss ich aufrichtig bereuen und Buße tun. Es gibt mehr dieser Sünden in Kerat. Und wir müssen sie aufspüren. Finde zuerst ein verlorenes Schaf. Folge ihm bis zu einem Gewölbe. Bring mir, was du darin findest. Verstanden. Und er ruft seine Freunde und Nachbarn herbei und spricht: Freut euch mit mir, denn ich fand mein verlorenes Schaf. Eine kurze Jagd. Erreiche einen angegebenen Ort. Ja, zum Glück habe ich einen Roffelkopter, mit dem wir hier einmal quer übers Feld rauschen können. Bleibt rauschen, oder? Ja, gut. Das war jetzt mehr schlecht als recht. Das tötet das Ziel, welches Ziel?
Ah, da, verfolge den Schmuggler. Hat er gerade einfach mal den Händler da umgenietet? Also den mit dem Roffelkopter zu verfolgen, grenzt eigentlich auch schon an Cheating. Wait, kann ich mit so einem Hubschrauber einfach mal einen Glockenturm hochrödeln? Das wäre so gut. Ah, super gechillt, wie ich einfach hier oben über dem Konvoi da hänge. Die gucken nicht nach oben. Die können mich gar nicht bemerken. Ein Scheiß ist der zu weit entfernt. Ich bin über ihm. So, bitteschön. Okay. Einmal runter hier. Nehme ich mal einen Schlüssel. Ja, vorher könnt ihr haben. Brenn, du dumme Sau. Hier, du kannst auch nochmal Feuer haben. Ihr könnt auch nochmal Feuer haben. Hinten wollt auch noch mal Feuer haben. Soll ich da drinnen gebe ich auch noch mal Feuer. Darauf erstmal ein saftiger Headshot. Ich habe ja 1 Million Rupien. Ach nein. Noch nicht die Waffe wechseln. Durchsuchen. Ist halt saudumm, dass sie das auf eine Taste gelegt haben. Auch wenn ich die Tastenbelegung ändere. Es ist dieselbe Taste. Noch mehr? Entkomme. Okay. Hier könnt ihr lasern. Kann ich hier durchschießen? Nee, schade. Oh, wirklich? Ah, komm schon. What the fuck? Ich hasse es, wenn Programme automatisch sich in den Vordergrund drängen. So, wen von euch Spinnern kann ich jetzt noch looten? Einmal dich und einmal dich und einmal dich und einmal dich, was? Pager? Ich glaube, dich kann ich auch noch looten, ne? Ja.
Gab's hier noch irgendwo Loot? Nö. Tschüss. Bin da mal weg. Ein Scharfschütze, oder? Okay. Die Spritzen kosten ja nichts mehr mittlerweile. So, wir landen hier mal schön vor dem Häuschen. Und raus. Lass mir die Kiste hier looten. Das war eine kurze Jagd, in der Tat. Magazin-Jongleur wurde freigeschaltet. Hab ja ein paar... Ich hab ja ein paar Skillpunkte. Ja, hol ich mir mal, ne? So. Okay. Was kostet die Welt? Wo ist das Haus da? Dann decke ich mich nochmal mit Zeug ein. Verkaufe ein bisschen meinen Müll. Au. Und dann geht's auf zu Amita. Neue Longinus-Aufgabe verfügbar. Ja, oder das geht's vielleicht zu der. Ich habe halt echt keinen Bock auf Amita, diese dumme Kuh. Wenn es irgendwann eine Mission gibt, bei der ich Amita oder Sabal erschießen muss, ich nehme Amita. Und wenn die Waffe nicht geladen ist, dann packe ich das Messer aus. Die ist so schlimm, diese Frau. Das ist unglaublich. Ich habe ja schon ein paar Spiele gespielt. Aber Mann. Manche Studios schaffen es tatsächlich, richtig unsympathische NPCs zu erschaffen. Blau, grün, violett. So, was kann ich mir kaufen? Was habe ich alles? Gibt es hier irgendwas Hübsches, was ich kaufen kann? Okay, ist gekauft. Einzigartiges. Ah, noch eine Maske von Yalong, dann kann ich mir das holen. Drei Geiselrettungen. Ja, die finde ich halt ein bisschen dumm. Großwildgewehr. Mit der Famas habe ich eigentlich auch mal ganz gerne gespielt. So, einfach nur, weil ich das Geld gerade habe. Gut. Gibt es hier irgendwie Upgrades?
Pfeile, Ladung, sowas. Karten habe ich alle. Okay. Dann decke ich mich noch ein bisschen mit Material ein. Also hier einmal ums Haus rum die ganzen Mollys mitnehmen. Dann das hier mitnehmen. Kriegt hier mal wieder Geld? Nö, scheiße. Messer habe ich voll. Bei dir habe ich ja auch alles, ne? Ja. Okay, dann wollen wir Longinos. Andere Frage, wie viele Longinos-Missionen gibt's noch? Ach, 3. Ja, gut. Wo ist der denn? Hier ist ein Mieter. Da unten, bei Vashakot. Kampagne. Ja, dann mache ich jetzt mal ein bisschen Longinos durch. Runter hier. Fangen wir diesmal noch an. Da bist du ja. Ich dachte, du kommst nicht zurück. Tschüss. Ach. Dieser dumme Zettel ist hier drin oben, wa? Gute Frage, wie komme ich da hoch? Da bist du. Ich dachte, du kommst. Da oben geht's rein. Ah, ne! So, weg mit dem Müll. Ich liebe diese Dinger. Die sind so gut. Das Schöne ist, es hilft auch einfach bei so einer Mission. E.G. Ein jeder, der Ohren hat, soll hören. Offenbarung 13,9. Ich bereite Predigten vor. Das sind viele Predigten. Und alle Menschen werden sich fürchten und verkünden, dass dies das Werk Gottes war. Und für dich gibt es doch ein verlorenes Schaf. Finde es, folge ihm und bringe, was du findest. Kompensation. Ich glaube, Longinus muss was kompensieren. Kann ich von hier oben eigentlich auch meine Kamera aktivieren? Ne, schade. Das wäre richtig gut. Ja, scheiße. Wo ist denn das andere Boot? Leck mich am Arsch. Und jetzt baue ich hier neu und meine Hubschrauber ist weg, ne? Hm.
Ups. Okay, die Mission ist halt nur dumm. Ah gut, ich sehe aber gerade, die Folge ist für heute zu Ende. Dann bedanke ich mich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.